das erklären. Frau Grünwald, guten Tag. Nehmen Sie bitte hier Platz. Sie wissen sicher, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen. Nicht mehr was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Stefanie Grünwald, 25 Jahre alt. Sie wohnen in München, ledig, Kellnerin, nicht verwandt oder verschwägert mit den Beteiligten hier. Nein, bin ich nicht, aber ich bin die neue Freundin von Peters. Wir sind so seit einem halben Jahr zusammen. Jetzt geht es heute um eine Neuregelung des Umgangsrechts von Herrn Neumeier mit seiner Tochter Nele. Wohnen Sie eigentlich zusammen? Ja, inzwischen schon, ja. Haben Sie dann auch mitbekommen, wie der Herr Neumeier mit seiner Tochter Nele umgeht, wenn sie übers Wochenende zu Besuch ist? Ja, natürlich habe ich das mitbekommen. Ich kann dazu nur sagen, dass der Peter wirklich ein ganz liebevoller Vater ist. Tja, das haben wir gerade gesehen. Super Vater, wirklich. Also, ja, großartig. Ist er ja auch. Also, okay, ich weiß schon, dass er ein schlechtes Gewissen hat, ne, weil sich halt ein paar Jahre nicht um die Nele kümmern konnte. Aber das will er doch jetzt alles aufholen. Und immer wenn die Nele bei uns war, da hat er alles getan, dass sie gut geht und dass sie ihren Spaß hat. Das ist ja wohl, also, dass sie nicht lache. Ich meine, hallo, wir haben immer mit ihr Ausflüge gemacht, ne? Wir sind mit ihr ins Kino gegangen oder zum Eisessen. Und so waren wir auch mit ihr, gell? Ja. Und ich habe eigentlich schon immer den Eindruck gehabt, dass Daniele ihr auch ganz gut gefallen hat. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, wovon sie spricht. Was? Wie meinst du das, Nele? Ich weiß ja nicht, mit wem die im Zoo oder Eisessen waren. Mit mir auf jeden Fall nicht. Und lustig war es bei beiden auch nicht. Ja, weil sie doch die ganze Zeit kellnern musste. Ist doch klar, dass es keinen Spaß macht. Ja, die Nele? Ja. Was? Sorry, habe ich das richtig verstanden? Du behauptest ernsthaft, dass du bei deinem Vater in der Kneipe arbeiten musstest? Das stimmt ja auch. Also, so ein Quatsch. Stimmt natürlich nicht. Schau mal, der Peter, der war doch selber nicht mal in der Bar, wenn du bei uns warst, ja? Da habe ich doch immer alleine den Laden geschmissen. Da haben wir aber eben vorhin was ganz was anderes gehört und vor allen Dingen was ganz was anderes gesehen. Also ich weiß echt nicht, wovon Sie reden hier, ja? Aber die Nele, die musste bestimmt nie beim Peter arbeiten. Ist doch alles gelogen. Mhm. Ist es nicht. Und das weißt du ganz genau. Ich hab's heute gesagt, weil ich es nicht mehr aushalte. Also wirklich, es ist doch einfach mal so, ja? Peter hat Nele das letzte Mal gesehen, da war sie 9. Also noch ein kleines Kind, ja? Und jetzt ist sie ja schon eine kleine Frau. Und das hat er dann einfach ausgenutzt, ja? Und hat sie in seiner Bar arbeiten lassen. Ich hab sie nicht ausgenutzt. Doch, das hast du schon, ja? Du hast die besoffenen Idioten ausgesetzt und sie einfach in deiner Kneipe als billige Arbeitskraft missbraucht. Und du hast das auch noch mitgemacht, das Spiel, ja? Dass ihr euch nicht schämt. So ein Quatsch. Also, Herr Richter, glauben Sie das alles wirklich, ja? Nur weil so eine Pubertierende sowas behauptet. Ist doch... Naja, ganz so ist es nicht. Wir haben vorher ein Video uns angesehen, das kann ich Ihnen auch gerne noch zeigen. Aha. Und da sieht man, wie Nele in der Kneipe Gäste bedient. Nein, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das kann doch gar nicht sein. Da verschlägt es dir die Sprache nicht, wahr, meine Liebe? Ja. Können Sie das mal kurz anhalten, bitte? Bitte schön, was gibt's denn? Ja, wie ich schon gesagt habe, das ist alles gelogen. Das Video, das ist gar nicht echt, das ist ein Fake. Was kommen denn jetzt für absurde Ausreden hier auf den Tisch? Also Nele, jetzt mal Klartext, ja? Willst du gleich zugeben, dass das Video nicht echt ist oder soll ich's machen? Aha. Das Video ist echt. Ach, so ein Quatsch, das ist doch nicht echt, Mann. Sehen Sie den blauen Zettel da im Kühlschrank? Sehen Sie den? Ja, aber was ist damit? Ja, kann ich Ihnen schon sagen, ja. Das ist die Einkaufsliste von uns in der Bar. Die hänge ich da jeden Sonntagabend hin, ja, wenn ich die Bar zusperre. Und am nächsten Tag, am Montag dann, da wird dann halt alles eingekauft, ne, was fehlt. Und es wird dann an der Liste auch gleich abgehakt. Und am Dienstagmorgen, da wird die Liste gleich weggenommen, ja. Also, die hängt ja wirklich nur am Montag, an unserem Ruhetag. Stimmt. Ja, und warum haben Sie uns das vorher nicht gesagt? Weil ich so schockiert war, aber es ist richtig, was meine Freundin sagt. Mhm. Und damit können wir festhalten, dass Nele am Ruhetag in der Bar gewesen sein muss, um das Video zu drehen. Richtig? Ich war da nicht an einem Ruhetag. Das war an irgendeinem Wochenende. Ich muss da wirklich arbeiten. Nele, wie oft musstest du denn eigentlich in der Kneipe deines Vaters kellnern? Mindestens an 5 Wochenenden. Und wer genau hat das von dir verlangt? Mein Vater. Und die Klamotten, wo hat das die denn her? Die hat mir Stefanie gegeben. Was? Aber du spinnst ja wohl. Und wer hat dich geschminkt? Stefanie. Richtig, das stimmt überhaupt nicht. So ein Quatsch, die lügt wie gedruckt. Was musstest du genau alles machen in der Bar? Alles. Getränke ausschenken, abwaschen. Ich habe wie eine ganz normale Bedienung gearbeitet. Und das auch noch in diesen hohen Stöckelschuhen. Ich zeig die an. Das ist doch, das ist noch Kinderarbeit mit 14, richtig? Ich zeig euch an. Hast du gerade nicht zugehört? Nele hat bei mir nicht gearbeitet. Und das Video hat sie auch selbst gemacht. Und zwar an meinem Ruhetag.
Alles an dem Video ist echt. Ich muss da wirklich arbeiten. Warum lügst du hier eigentlich so rum? Hast du irgendeine Vorstellung, was du deinem Vater damit antust? Also, wer hier wem was antut? Ich glaube, diese Frage ist bereits geklärt. Frau Grünwald, wie war denn eigentlich Ihr Verhältnis zu der Nele, wenn sie bei ihrem Vater zu Besuch war? Ja, also ich glaube schon, dass die Nele ganz schön Probleme mit mir hatte. Ne? Also mich so als neue Frau in seinem Leben zu akzeptieren und so. Und vor allem am Anfang, da gab es ganz schöne Reibereien zwischen uns. Also sie hat mich zum Beispiel nicht begrüßt oder wenn ich sie was gefragt habe, hat sie komplett ignoriert. Und wenn ich was gekocht habe, hat sie immer am Essen rumgemotzt und so weiter. Also die war immer ganz schön launisch und ganz schön zickig. Und naja, ich habe dann auch schon mal ein paar Takte gesagt, aber alles lasse ich mir auch nicht gefallen. Ne? Und naja, ich finde trotzdem, das rechtfertigt ja noch gar nicht, was sie dem Peter da jetzt da anhängen will. Also das kann ja wohl nicht sein. Und wenn sie diese ganze Show hier nur abzieht, weil sie wegen mir nicht mehr zum Peter will, also sorry, das kann ja wohl dann auch keine Lösung sein, oder? Ja, aber nur mit dir hat das nichts zu tun. Also. Ja, aber wenn doch, dann soll sie es doch einfach sagen, Mensch. Das ist doch kein Problem. Meine Güte, dann fahre ich halt übers Wochenende zu meinen Eltern oder Freundinnen oder so. Das ist doch kein Thema. Und das muss man doch irgendwie anders regeln können, oder? Also deine verlogene Tour, die kannst du dir jetzt echt hier sparen, ja? Es ist ganz gleich, ob du da bist oder nicht da bist. Nele kommt nicht mehr zu Peter. Das kann man nicht verantworten. Weitere Fragen noch? Keine. Danke, dann Verzicht auf Vereidigung. Dürfen ja. Sie den Platz nehmen, bleiben unvereidigt. Gertrud Löck, bitte. Frau Löb, guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie mal hier vorne Platz. Danke. Sie wissen, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen, wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Sie heißen Gertrud Löb, Sie sind 63 Jahre alt, Sie wohnen in München, Sie sind Witwe, Sie sind Rentnerin und Sie sind die Mutter der Antragsgegnerin. Ist nicht schön, wenn man vor Gericht erscheinen muss und Tochter und Ex-Schwiegersohn streiten miteinander. Deswegen haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Wenn Sie nicht wollen, müssen Sie gar nichts sagen. Ich möchte aber aussagen. Es geht heute darum, dass Ihr Ex-Schwiegersohn, der Herr Neumeier, seine Tochter Nele in Zukunft alle 14 Tage übers Wochenende haben möchte. Mhm. Unter anderem auch, weil er der Meinung ist, dass die Nele bei ihrer Tochter, also seiner Ex-Frau, der Mutter des Kindes, vernachlässigt würde. Und zwar, weil die Frau Neumeier angeblich zu viel arbeitet. Das stimmt aber nicht. Die Julia, die macht ab und zu mal Nachtdienst und die kümmert sich so rührend um Nele. Und wenn Julia Nachtdienst macht, dann bin ich da. Ich passe dann auf Nele auf. Ja, und abgesehen davon will Nele ja überhaupt nicht mehr zu ihrem Vater. Weder jedes dritte noch jedes zweite Wochenende. Frau Löb, hatten Sie selber so den Eindruck oder das Gefühl, dass sich Ihre Enkelin Nele in letzter Zeit verändert hat? Ja, sie hat sich etwas verändert. Sie ist blasser geworden, sie ist nicht mehr so richtig und sie ist auch, hat sich zurückgezogen und ist still geworden und manchmal so verträumt. Und wissen Sie, woran das liegt? Nein, das weiß ich leider nicht. Ja. Ich habe sie schon gefragt, aber sie gibt keine Antwort. Ich kann es dir sagen, ich weiß es. Peter lässt Nele an den Wochenenden, wo sie bei ihm war, ja, bis früh in die Morgenstunden bei ihm in der Kneipe schuften. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, es ist so. Er setzt den besoffenen Idioten aus und die grapschen sie dann auch noch an. Oma, das ist alles nicht wahr. Ich lasse Nele nicht in meiner Kneipe arbeiten. Natürlich tust du das. Glaub mir, ich tue nichts Falsches. Wenn sie bei mir ist, geht Nele um 11 Uhr ins Bett. Wir machen unsere Ausflüge, um 10 sind wir zu Hause, um 11 liegt sie im Bett. Ja. Was ganz deutlich zeigt, dass mein Mandant die Verantwortung für seine Tochter sehr ernst nimmt. Abrutschen tut Nele wegen ihr. Weil sie sich nicht kümmert, weil sie ihre Wochenendschichten macht im Krankenhaus, die Tochter vernachlässigt und die trinkt und rennt halb nackt und besoffen in der Stadt rum und besäuft sich. Das ist die Wahrheit. Aber Nele trinkt doch nicht und sie rennt auch nicht nachts durch die Gegend. Ich bin doch da, selber ich pass doch auf Nele auf. Das kann doch nicht wahr sein, was du da sagst. Was saugst du dir aus den Fingern? Das sind abenteuerliche Geschichten. Weil ich sie selbst gesehen habe, wie sie halbnackt und leicht bekleidet mit irgendwelchen komischen Kerlen in die Disco gewandt ist, total besoffen. Das war ich nicht. Du hast mich bestimmt verwechselt. Frau Löb, wenn Sie auf Ihre Enkelin Nele aufpassen, wie lang sind Sie da so üblicherweise wach? Lange genug. Könnte es, nur könnte es theoretisch auch mal sein, dass Sie da mal ab und an vor dem Fernseher kurz einnicken und vielleicht dann gar nicht mitbekommen, wo die Nele ist und was sie macht?
Nein, das kann nicht sein. Also wenn Nele das Haus verlassen würde, das würde ich mitkriegen. Natürlich nicke ich mal ein beim Fernsehen. Das ist ganz normal, das macht jeder. Aber wenn Nele den Raum verlassen hätte, das hätte ich mitbekommen. Bei dem kleinsten Geräusch bin ich wach, weil ich einen leichten Schlaf habe. Vielleicht reicht dieser Moment ja schon aus, dass der Teenager mit 14 Jahren, wenn die Oma kurz eingenickt ist, aus dem Haus geht und ein paar sich rausschleicht. Nein, Nele schleicht sich nicht aus dem Haus. Nele ist ein anständiges Mädchen. Sie ist so lieb, sie sorgt für mich, wenn ich komme. Sie gibt mir einen Hocker, dass ich die Füße hochlegen kann. Und sie gibt mir eine von den tollen Vitaminpillen, die ihr zu Hause habt. Vitamintabletten? Ja. Welche Farbe haben die Tabletten? Das sind so pinkfarbene. Da fühle ich mich immer ganz toll am nächsten Tag. Das ist jetzt nicht wahr, oder Nele? Das sind keine Vitamine, das sind Schlaftabletten. Hat Nele das gewusst? Ja, bestimmt. Interessant wäre schon zu wissen, wieso die Nele ihrer Großmutter Schlaftabletten als Vitamintabletten untermogelt. Das ist doch echt dämlich. Kann ich jetzt die Oma hochzustellen? Nele? Nele, gibst du der Oma Schlaftabletten, damit du auf die Gas gehen kannst, um zu saufen mit deinen Freunden? Das kann ich mir nicht vorstellen. So hinterhältig kann Nele nicht sein. Frau Lüb, oder da wäre ich mir an ihrer Stelle mal gar nicht so sicher. Offensichtlich hat dir die Vergnügungssucht die Obermacht und nicht die Vernunft bei ihrer Enkelin. Wahrscheinlich schleicht sich Nele jedes Wochenende aus dem Haus, wenn sie eingeschlafen sind. Das kann wahrscheinlich ich mir nicht will sie deswegen vorstellen. Auch nicht mehr zu ihrem Vater, damit sie ungestört und ungehindert Party machen kann. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich ja. Das macht Nele nicht. Nele, wenn es so ist, dass du hier nur die Unwahrheit gesprochen hast und das alles stimmt, was hier jetzt rauskommt. Du bist unter Tränen, hast du hier eine Show abgezogen. Du hast nur gelogen. In eine Reihe weg. Du hast deinen Vater als Monster hingestellt. Ich hätte meine Lizenz verlieren können. Warum tust du mir das an und meiner neuen Partnerin? Dir kann man nicht vertrauen. Überhaupt nicht. Da sind dein Vater und ich uns jetzt mal ausnahmsweise einer Meinung. Was hackt ihr denn jetzt alle auf mir rum? Ich hab doch gar nichts gemacht. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Also wirklich. Du bist es doch, die mich ständig alleine lässt. Du interessierst dich null für mich, weil du nur noch arbeitest. Gottes Willen, ich bin doch auch noch für dich da. Ich meine, deswegen wollte ich dich ja öfters zu mir holen. Du bist aber auch nicht besser. Du kennst mich noch als Neunjährige und so behandelst du mich auch. Aber ich habe keinen Bock, mit dir und deiner neuen Flamme einen auf Happy Family zu machen. Ich will nicht in den Zoo und ich will auch nicht Eis essen gehen. Das ist mir alles viel zu blöd. Aber das passt jetzt überhaupt nicht zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ne? Vorhin hast du doch gesagt, dass du immer, wenn du bei deinem Vater bist, in der Kneipe arbeiten musst. Das stimmt ja auch. Nee. Aber jetzt sagst Happy Family, Zoo und Eis essen und vorher hast gesagt, das gibt's alles gar nicht, diese Ausflüge. Ja, was jetzt denn? Das passt nicht zusammen. Kneipe arbeiten, Ausflüge machen, Happy Family. Ich muss da arbeiten. Lukas, dann sag doch du endlich jetzt mal die Wahrheit. Du weißt doch, dass alles gelogen war. Nele hat nie in meiner Kneipe gekellnert. Jetzt Lukas, Belehrung. Es ist wirklich wichtig, dass du hier die Wahrheit sagst. Weißt du noch was über das Video und wie es zustande gekommen ist? Soll ich wirklich die ganzen Gäste ausfindig machen und hier vernehmen? Jetzt schau mich mal an, Lukas. Hast du Nele bei dem Video geholfen? Ja. Hast du es gedreht? Ja, schon. Warum? Ich wollte ihr helfen. Wann? Es war an einem Montag. Und warum? Ja, ich weiß nicht. Nele hat gemeint, wie beschissen es ihr immer geht, wenn sie bei ihrem Vater jobben muss. Und dass sie das einfach total scheiße findet von ihm. Und sie hat gemeint, dass sie unbedingt einen Beweis braucht. Aber sie kann das Video ja nicht drehen, wenn ihr Vater in der Kneipe ist. Also haben wir uns am Ruhetag seinen Schlüssel besorgt und haben die Szene dann mal in der Kneipe nachgestellt. Und wer sind die Gäste, die da auf dem Video zu sehen sind? Ja, das sind ein paar Bekannte von uns und ja, die Typen, die vor dem Supermarkt stehen und immer saufen. Dann haben wir ihnen eine Kiste spendiert und haben halt gemeint, ob sie uns helfen könnten. Das ist doch jetzt wirklich die Höhe, ja? Ich dachte, dein Vater hat Wunder was mit dir veranstaltet und wer weiß was mit dir gemacht. Und du lügst uns hier einfach nur die Hucke voll, damit du in Ruhe Party machen kannst. Also darüber ist die letzte Strophe noch nicht gesungen, mein Fräulein. Die Kleine wollte halt immer Party machen am Wochenende, hä? Weggehen und Gas geben, hä? Tja, da kann man halt keinen gebrauchen, der immer auf die Finger schaut, oder? So ungern ich das zugebe, aber da denke ich, hat sie recht. Dann kann man dir ja keinen Meter weit vertrauen, das ist echt traurig. Ach, jetzt interessiert euch alle auf einmal für mich. Sonst hat sich kein Schwein für mich interessiert. Du willst ja nicht mehr hören, dass ich kein kleines Kind mehr bin. Und du hast wegen deiner blöden Arbeit sowieso keine Zeit für mich. Ich bin ständig allein und deshalb will ich es auch am Wochenende sein. Ich will allein entscheiden können, was ich mache und wohin ich gehe.
Ich glaube, dafür bist du noch ein bisschen zu jung, oder? Vor allem, wenn du entscheiden willst, dass du nachts losziehst, Alkohol trinkst, in Clubs und Discos geht, also das beim besten Willen nicht. Juckt doch eh keinen. Ich glaube schon, dass es deine Eltern juckt, was du machst und wie du dich entwickelst. Und das größte Problem an der ganzen Geschichte ist für mich, dass du dich missverstanden und vernachlässigt fühlst. Und das wird nur besser, wenn ihr miteinander sprecht und nicht mit den anderen sprechen und einfach die Klappe zu halten. Da warst jetzt du heute absolute Weltmeisterin drin. Und das, was du gemacht hast, das ist ganz und gar nicht in Ordnung gewesen. Hat aber ziemlich lange ganz gut hingehauen. Hallo, aber deine Oma zu betäuben und uns alle anzulügen, da hört der Spaß auf, das geht echt zu weit. Und jetzt frage ich nochmal, musstest du wirklich in der Kneipe arbeiten? Nein. Und ich bin auch noch auf alles reingefallen, ich Idiot. Du bist nie auf die Idee gekommen, dass die Geschichte, die dir da die Nele aufgetischt hat, dass die getürkt sein könnte? Nee, ich habe ihr geglaubt. Ich meine, wir sind ja gut befreundet, wir sind beste Freunde. Und sie hat mir immer erzählt, wie schlecht es ihr da geht. Und ich wollte halt, dass sie mich weiterhin cool findet. Und habe ich ihr halt geholfen. Das ist doch eigentlich scheiße von mir, oder? Nee, das hast du wenigstens was dazugelernt. Ja. So muss man es auch mal sehen. Das nützt mir jetzt nichts. Und zu lernen, dass man nicht alles blind glaubt und allen blind vertraut, ist ja auch eine ganz wichtige Lektion. Die hast du wenigstens gelernt. Und wenn wir bei Lektionen sind, ich habe das Gefühl, die ganze Familie Neumeier hat heute eine Lektion gelernt, oder? Ja. Sprechen Sie mal mit ihm. Ja? Also mein Mandant wäre damit einverstanden, wenn es bei der alten Umgangsregelung verbleibt. Brauchen wir denn dann die Zeugin noch vor Löb? Dankeschön, nein. Sie bleiben unfeilig, nehmen Sie gerade mal hinten Platz. Dankeschön. So, und Sie sollten eigentlich doch froh sein, wenn es bei der alten Umgangsregelung bleibt, oder? Ich meine, offensichtlich arbeiten Sie ja wirklich viel, auch viel Nachtdienst. Und nichts gegen Ihre Mutter, da will ich jetzt nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber vielleicht könnten Sie manchmal froh sein, wenn dann die Nele bei dem Papa ist. Der sie wohl wirklich eigentlich, wenn sie da ist, gut im Griff hat und vernünftige Dinge mit ihr macht, oder? Wollen Sie nicht auch die bisherige Regelung beibehalten? Ja, also meine Mandantin stimmt dem zu. Ich denke auch, dass das eine vernünftige Regelung wäre. Frau Soller, ich habe Sie ja im Vorfeld auch schon gebeten, auf eine einvernehmliche Lösung hinzuwirken. Deswegen frage ich Sie auch, wenn Sie es auch okay so. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das der richtige Weg für beide Parteien ist. Gut, also Sie stimmen zu. Und ja. Nele, wie sieht's mit dir aus? Ist doch anscheinend egal, was ich will. Ach, nee. Hast du echt das Gefühl, dass du uns egal bist? Also dann ist richtig was schiefgelaufen. Um dich geht's dabei. Um dich geht's bei der ganzen Verhandlung eigentlich. Und es wäre schön, wenn du das feststellen würdest. Und immer noch sind deine Eltern für dich verantwortlich. Ich werde es versuchen. Klingt doch schon ein bisschen besser. Und ich bin auch der Meinung, eine Regelung, die sich eigentlich mal bewährt hat, sollte man unterm Strich beibehalten, ja. Oder? Also wären Sie einverstanden, wenn man alles so lässt, wie es bisher ist? Ja, so machen wir es. Also dann machen wir einen Vergleich. Also, dann erklären die Parteien folgenden Vergleich zur Niederschrift. Peter Neumeier darf die gemeinsame Tochter Nele jedes dritte Wochenende am Freitagnachmittag, wie war das bisher, um 16 Uhr bei der Wohnung seiner Ex-Frau Julia Neumeier abholen und mit Nele bis Sonntagabend 18 Uhr das Wochenende verbringen. Soweit es nicht in München stattfinden soll, hat er vorher das Einverständnis der Ex-Ehefrau, also der Mutter von Nele, Julia, einzuholen. Und er hat die Tochter am Sonntag um 18 Uhr wieder zurückzubringen. Zudem ist ihm seitens seiner Ex-Frau wöchentlich zweimal eine halbe Stunde Telefonat einzuräumen, ja, mit Nele. Ja? Ja. Okay. Wird so genehmigt, auf nochmaliges Vorlesen wird verzichtet. Ja, sondern da geht folgender Beschluss. Das Gericht billigt die zwischen den Beteiligten durch Vergleich einvernehmlich gefundene Umgangsregelung hinsichtlich der gemeinsamen Tochter Nele Neumeier. Zweitens, die Gerichtskosten tragen die Beteiligten zur Hälfte. Die außergerichtlichen Kosten tragen die Beteiligten jeweils selbst. Und gegen den Beschluss kann innerhalb eines Monats ab schriftlicher Zustellung noch Beschwerde eingelegt werden. Also, der Vergleich entspricht ja der bisherigen Regelung. Und manchmal muss man erst über etwas streiten, bis man überhaupt merkt, dass alles am besten so ist, wie es schon mal war. Und dafür, dass es daran überhaupt Zweifel gab, Nele, dafür bist du verantwortlich gewesen. Du hast uns hier etwas vorgespielt. Du hast sogar mit den Kumpels vom Kiosk Theater gespielt und du hast damit sehr viel Vertrauen verspielt. Du bist nicht die arme, als Arbeitssklavin missbrauchte Tochter, sondern du bist ein ganz ausgebufftes Partyluder, das sogar so weit geht, der Großmutter Schlaftabletten unterzujubeln, um sich herumtreiben zu können. Und dein Vater ist kein Monster,
sondern durchaus um dein wohlbesorgter Vater. Und das solltest du akzeptieren, finde ich mal. Ja? Und er hat schon deshalb ein Recht auf Umgang mit dir, weil zum Wohl des Kindes in der Regel eben der Umgang mit beiden Eltern gehört. Und wenn dir Zoo und Eisessen zu langweilig sind, dann muss man darüber reden. Ja? Dann kann man, denke ich, auch mit ihm und seiner Freundin reden. Aber dazu musst du halt sagen, was du lieber willst, was du spannender findest. Disco-Besuche, nehme ich mal an, wird er dir nicht genehmigen. Das geht nicht durch. Wenn er das täte übrigens, dann könnte er richtig Ärger kriegen. Und das kann er ja nicht wollen. Ja? Ich glaube, du solltest dich bei deiner ganzen Familie wirklich entschuldigen. Beim Lukas übrigens auch. Und am allermeisten bei deiner Oma. Es ist zwar immer noch das Recht der Großmütter, ihren Enkeln Märchen zu erzählen, bis diese einzuschlafen, aber nicht das Recht der Enkel, vor Gericht Märchen zu erzählen und die Großmütter in den Schlaf zu tricksen. Und damit ist die Sitzung geschlossen.